Der Landesrat Ungarn Deutscher Chöre, Kapellen und Tanzgruppen ist dieses Jahr, wie wir darüber in unseren Sendungen mehrfach berichtet haben, 20 Jahre alt geworden, und zu diesem Jubiläum hat der Landesrat in der Serie Landesrat-Auswahl eine neue, die fünfte CD mit deutscher Volksmusik aus Ungarn herausgebracht. Diese neue Sammlung möchte ich Ihnen heute vorstellen. 11 Kapellen, kleinere und größere, spielen die insgesamt 20 Stücke, die auf der neuen CD ertönen. Selbstverständlich zählen sie zu den zurzeit besten ungarndeutschen Blas- bzw. Harmonika-Musikformationen landesweit, die in den Qualifikationspräsentationen des Landesrates am besten abgeschnitten haben. Ich danke dem Landesrat Ungarn Deutscher Chöre, Kapellen und Tanzgruppen für das Material und ganz besonders dem Chefredakteur des Internetblattes Landesrat Forum, Manfred Meyerhofer, für die Informationen. Die Heimat der Großturballer Musikanten ist die 12 Kilometer von Budapest entfernte, von den Budauer Bergen umgebene und 12.000 Einwohner zählende Stadt Großturball, Törökbálint. Den Namen bekam die Kapelle von der deutschen Benennung der schon seit fast 300 Jahren von Deutschen bewohnten Siedlung Großturball. Die mit dem Namen des Dirigenten Johann Troll gekennzeichnete Ofener Berglandkapelle gründete mit 18 Mitgliedern den Musikverein, um die Blasmusiktraditionen weiterzuführen. Die Mitglieder sind Amateurmusiker, die sich für die Pflege der Volksmusiktradition verpflichtet haben. Die Leitung der Kapelle hat Kapellmeister Laszlo Bahn. Die Großturballer spielen jetzt Nach meiner Heimat, bearbeitet von Laszlo Bahn.